Hallo, Robert von der Yachthule Eichler. Hier sind verschiedene Sextanten aufgebaut, vom sehr einfachen Übungssextanten für rund 20, 30 Euro über ein Davis Plastiksextanten für rund 300 Euro und Freiberg, ein aus Aluminium hergestellter, Leichtmetall hergestellter Sextant, der rund 1000 Euro kostet. Bei uns kann man nach wie vor lernen. Wir sind nicht mehr viele, die das unterrichten in Österreich, der Schweiz und Deutschland, wie man mit diesen Geräten umgeht. Das gibt es in verschiedenen Kursformen. Das Prinzip selbst ist sehr einfach, man muss es nur üben. Man sieht durch dieses Okular hier hindurch und bekommt jetzt hier, wenn man die Schattengläser wegnimmt, ein natürliches Bild, das man sieht, wenn man hier hindurch sieht, und ein gespiegeltes Bild. Diesen Spiegel kann man verstellen und kann dann einen Winkel messen zwischen dem Objekt, das man gerade sieht, der Horizont, die Kimm, und dem eingespiegelten Gestirn beispielsweise, einer Kirchturmspitze, um dann zu bestimmen, wo man ist, wenn man die Höhe des Kirchturms kennt, beziehungsweise wenn man mit Tafeln arbeiten kann. Das Ganze macht man heute üblicherweise mit Taschenrechnern, mit solchen Rechnern, und man hat dazu eine Art Fahrplan der Gestirne. Das ist jetzt die Ausgabe von 2015, wo man nachgucken kann, wann hat sich denn welches Gestirn wo befunden, relativ zum Erdmittelpunkt, sodass man dann mit Hilfe von Tafeln, so sehen sie aus, sind entwickelt worden für Bomberpiloten der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, die sogenannten HO-249 Tafeln, oder eben alternativ mit einem Taschenrechner, um dann auszurechnen, in welcher Höhe hätte ich dieses Gestirn sehen müssen. Und das setzt man in Relation zu der Höhe, die man tatsächlich festgestellt hat. Das Ganze nennt sich Höhendifferenzverfahren und wertet es dann in der Seekarte aus. Man bekommt also im Schluss immer eine Differenz. Um so und so viel Höhenminuten gleich Seemeilen bin ich dichter am Objekt dran. Ich musste meinen Kopf weiter in den Nacken legen, oder um so und so viele Minuten bin ich weiter weg, mit einer dazu berechneten Peilung, das sogenannte Azimut. Die Auswertung erfolgt dann in einer Karte. Auch das muss man üben, das sogenannte Plotting Sheet. Wir üben also, wie man sich selber Seekarten herstellt, damit man erstens nicht die Seekarte vollmalen muss und zweitens auch für Gebiete üben kann, deren Seekarte man gar nicht hat. Macht eine Menge Spaß, ist nicht besonders anspruchsvoll, finde ich jedenfalls. Das Verständnis, das notwendig war, um das alles zu entwickeln, das war durchaus anspruchsvoll, aber diese Arbeit ist schon vor 200 Jahren gemacht worden. Heute geht es nur noch darum, nachzuvollziehen, was haben die sich dabei gedacht, und das Ganze dann umzusetzen. Eine Prüfung kann man damit nicht bestehen, dafür braucht man astronomische deutliche Mehrkenntnisse. Das macht man dann in einem Kurs für das SHS-Zeugnis. Bis bald. Tschüss.